Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. Im letzten Part haben wir das zweite Gebiet des Boletarischen Palastes abgeschlossen und den Turmritter besiegt. Mehr oder weniger souverän. Ja gut, aber jetzt erstmal beginnen wir diesen Part mit etwas, was man in Demon's Souls natürlich des Öfteren tut. Nämlich sterben. Denn, wie ja schon des Öfteren erwähnt, wollen wir in Geistergestalt sein, damit wir uns nicht die Weltentendenz ruinieren. An der Stelle möchte ich natürlich hinweisen, dass wir, da wir ja den roten Flugdrachen besiegt haben, wir jetzt mit dem Turmritter zusammen und natürlich mit Phalanx drei Bosse im Palast von Boletaria besiegt haben. Was bedeutet, dass wir Pure Wild World Tendency haben. Das hat für uns einige nette kleine Vorteile. Die meisten davon werde ich noch nicht großartig zeigen können, weil viele dieser Vorteile zur Folge hätten, dass sich unsere Welttendenz wieder verändert. Und zwar in Richtung negativ, und das möchte ich nicht, weil dann kann ich nicht mehr alle Vorteile zeigen. Aber es gibt auf jeden Fall eins, was wir uns in diesem Part angucken werden. Das möchte ich nämlich auf jeden Fall zeigen. Jetzt erstmal holen wir uns schnell die Seelen wieder zurück. Und dann wollen wir eben diese auch mal schön ausgeben. Die Seele des Turmritters werden wir erstmal noch eine Weile bei uns tragen. Da können wir ein paar nette Sachen damit machen. Die werde ich natürlich entsprechend zeigen. Aber wir haben noch nichts davon wirklich freigeschaltet, außer natürlich die Seele zu benutzen. Und das möchte ich nun wirklich nicht. Was wir aber auf jeden Fall mal tun werden und tun sollten, ist mal wieder Zeug deponieren. So, was braucht man denn alles nicht? Ich lager die mal ein, ich benutze die eh nie. Und wir sind Magier, wir haben bessere Möglichkeiten, Distanzdinge zu tun. Die können wir... Da habe ich eigentlich immer ganz gerne einen auf Vorrat für den Fall, dass die Waffe gerade mal in einer ungünstigen Situation kaputt gehen sollte. Das können wir auch alles behalten. Die Steine werden schön eingelagert. Und auch alles, was wir so an Waffen gefunden haben. Ich bin halt jetzt echt am Überlegen, ob wir zum Stachelschild wechseln sollen. Ich glaube, die Seelen würden theoretisch unsere Seelen... Oder lass mich mal anders fragen. Was hast... Entschuldigung! Was hast du denn für ein Schildauflage? Das wäre auch ein 100er Schild. No entry, I can tell you. Moment, halt. Jetzt habe ich natürlich auf das Wichtigste gerade nicht geachtet, nämlich auf die Frage, was der für Wertvoraussetzungen hat. Nur 11 Stärke. Müsste man halt keine Beweglichkeit skillen. Wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir. I can tell. Oder haben wir noch irgendeinen anderen Schild gefunden? Ich werde gleich mal nachgucken. Jetzt beenden wir erstmal das Deponieren der Gegenstände. Ich werde jetzt den Stachelschild erstmal deponieren. Das hier können wir auch alles einlagern. Die Ringe können wir bei uns behalten. Die sind jetzt nicht so problematisch. So. Wir hätten den Soldatenschild. Der bringt jetzt nicht so viel mehr. Ja. Nee, dann würde ich sagen, kaufen wir uns den Dreiecksschild. Dann haben wir einen... Hoppala. Einen ordentlichen... 100% Verteidigungsschild und dann reparieren wir bei der Gelegenheit mal schnell unser ganzes Zeug. Lederschild zu reparieren war jetzt eigentlich sinnlos, weil ich ihn jetzt eh gleich ablege, aber... dürfte ich bitte auf okay, dankeschön. So. Dann wechseln wir das nämlich schon gleich mal. Noch erfüllen wir zwar die Voraussetzungen nicht, aber das macht nichts. Das werden wir gleich mit ein paar Level-Ups ändern. Zwei an der Zahl, um genau zu sein. Weil gerade als ein bisschen squishiger Magier habe ich jetzt nicht so viel dagegen, wenn wir aus... Huch, nein! Einen ausreichend guten Schild haben. So, eins und zwei. Und wir sehen schon unten links, kurz hinter dem Level-Up-Menü, dass wir entsprechend jetzt den Schild wieder benutzen können. So. Hm.
glaube, ich gehe noch ein bisschen auf Vitalität. So ein paar mehr HP. Ist eigentlich ganz nice to have. So. Sie, glaube ich, hat jetzt auch nicht sonderlich groß was Neues zu erzählen. Deshalb spreche ich es jetzt nicht weiter an. Was wir uns noch kurz angucken, ist der Keilstein des kleinen Königs. Denn wir wollen natürlich den Keilstein des Turmritters vorlesen. Ich mache das jetzt und nicht erst, wenn wir zurück in das Gebiet gehen, weil ich es dann hundertprozentig vergesse. So. Der Keilstein des Dämonen-Turmritter. Im Labyrinth der Gassen im Inneren Boletarias lauert die Falle des beleibten Ministers, eine Ausgeburt des Wahnsinns des alten König Alland. Damit wissen wir auch jetzt, wie der Typ heißt, der die ganzen Bogenschützen während dem Bosskampf gerufen hat. Der beleibte Minister. Und da der schon seinen eigenen Name-Drop hat, werden wir dem mit Sicherheit noch öfter begegnen. Ich glaube, damit verrate ich nicht so viel. Und womit ich jetzt auch nicht so viel verrate, ist, dass der gute Ostrava jetzt hier sitzt und uns so ein bisschen was erzählen kann. At its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. In the distant southern kingdom, Boletaria was known as paradise on earth. But look at what has become of us now. I refuse to believe that this is what father wished for our great land. Here in Boletaria, we speak of the legend of the two swords and the last hero. The two swords are Demonbrand and Soulbrand. One sword banishes that which befouls man, and the other banishes man himself. The last hero is Old King Doran. King Doran is the everlasting one, founder of Boletaria and protector of the two swords. Of course, only according to legend. But in the dark state of our land, legends are all we can depend upon. Zwei legendäre Schwerter und ein alter König, der sie beschützt? Glücklicherweise heißt dieser alte König nicht Alland, sondern Doran, sonst hätten wir wahrscheinlich ein Problem, wenn wir diese Schwerter haben wollen. Ich glaube, ich verrate nicht so viel, dass, wenn ich sage, dass wir eine Möglichkeit haben, an diese Schwerter zu kommen. King Alland led Boletaria with a round table of brave knights. The royal twin Fangs, Valifax and Bjor. Alfred, the knight of the tower. Metas, the knight of the lance. And the brave tribesman, Longbow Ulan and his fearsome legions. But today, Boletaria is an abysmal mess. Valifax was lost. And Bjor slipped through the fissure, never to be heard from again. All the rest, along with Boletaria, have been devoured by the fog, and will soon be prey to the demons. The Boletarian knights are no longer. But perhaps our age will see the rise of new heroes, such as yourself. Ja, da haben wir jetzt aus diesem Dialog eine ganze Menge Infos rausgekriegt. Nicht nur, dass scheinbar dieser Valifax, wenn ihr euch ans Opening erinnert, war ja aus dem Nebel entkommen und konnte allen von Boletarias Not erzählen. Scheinbar weiß das aber hier in Boletaria niemand, denn er hat ja nur gesagt, Valifax ist nicht mehr. Und es gibt noch einen Bjor-Zwillingsfang, nicht nur einen Valifax-Zwillingsfang. Den haben wir doch auch schon mal in einem Ladebildschirm gesehen. Ob wir dem wohl noch begegnen werden? Was ich an dem Dialog aber besonders interessant finde, ist diese Anmerkung von diesen drei großen Rittern Boletarias, von denen er spricht. Dieser Alfred, der Ritter des Turmes. Wir haben gegen einen Dämon gekämpft, der sich Turmritter nennt. Da besteht bestimmt kein Zusammenhang. Und natürlich ist er der Turmritter. Ich glaube, das ist offensichtlich. Tatsächlich erfahren wir hier von ihm so ein bisschen was über die Bosse, die wir so in Boletaria treffen. Zum einen eben dieser Alfred, der Ritter des Turms, der scheinbar durch seine Dämonenwerdung, dadurch, dass er viele Seelen, Dämonenseelen in sich aufgenommen hat, selbst zum Dämon wurde und hoppala, zum Turmritter wurde, dem wir gegenüberstanden. Ganz interessant auch dieser Ulen, von dem er spricht, dieses Stammesmitglied.
das erfährt man tatsächlich, ich erkläre es hier an dieser Stelle, weil ich nicht weiß, ob wir alle Items finden werden und ich dran denken werde. Dieser Ulen ist, der zusammen mit seinen Legionen gekämpft hat, ist tatsächlich zu Phalanx geworden. Auch der wurde ein Dämon. Und wir werden später aus Itembeschreibungen auch ein bisschen was darüber erfahren, warum Phalanx eigentlich so ein feiges Stück Blob ist, das sich einfach nur hinter seinen Schildblobs versteckt und selbst eigentlich gar nichts drauf hat. Irgendwo ergibt das alles immer Sinn. Es gibt wenig Dinge in den Souls-Spielen, die nicht mit irgendeinem Hintergedanken so sind. Eben sowas wie, dass der Boss Phalanx selbst eigentlich nichts drauf hat und sich hinter seinen Legionen versteckt. Und es sind halt immer diese kleinen Einstreuungen, diese kleinen Dialoge und Itembeschreibungen, aus denen man das alles erfährt. Und das liebe ich einfach in diesen Spielen. Und natürlich haben wir... Ah, ich habe den dritten Namen gerade wieder vergessen. Auf jeden Fall dieser Ritter des Langschwerts oder irgendwie so. Du sagst es nicht zufällig nochmal, oder? Nee, schade. Ihr könnt ja zurückspulen und euch den Namen nochmal durchlesen. Auf jeden Fall, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wir auch diesem dritten Ritter noch begegnen werden. Und wenn wir uns mal ein genaues Muster bei der ganzen Sache betrachten, wird euch mit Sicherheit genauso offensichtlich wie mir auffallen, dass dieser dritte Ritter höchstwahrscheinlich auch ein Boss sein wird. Ein Boss, auf den wir uns sicherlich noch freuen dürfen. So, bevor wir jetzt uns groß weiter ins Abenteuer stürzen, möchte ich... Bin gerade überlegen, wie kommen wir am schnellsten hin vom Keilstein der Phalanx. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich gerne nochmal dahin möchte, wo die Drachen waren. Der rote Drache ist ja tot. Und über das hinaus haben wir auch noch Pure White World Tendency. Das bedeutet für mich, ich fühle mich gerade recht sicher damit, einfach mal nochmal da vorbeizugucken und vielleicht was Schönes vorzufinden. Wer weiß das schon so genau? Bin mir gerade nicht sicher, wer von denen uns so alles mitkriegt, trotz unseres Diebeswings. Letzten Endes kriegen sie uns aber alle mit. Da macht das schon wieder. Ich weiß nicht, was ich tue, um das zu... Ich sollte das echt mal nachlesen. Jetzt hatte ich schon 100 Parts die Gelegenheit. So. Ich werde natürlich jetzt im Verlauf des Spiels öfter mal auch auf die Lore der verschiedenen Bosse eingehen. Gerade die von Boletaria, weil man über die relativ viel erfährt. Dadurch, dass sie eben eine relativ umfangreiche Hintergrundgeschichte haben, da sie die großen Ritter von König Aland waren, die eigentlich das Boletarische Reich hätten beschützen sollen. Droppst du mir was? Nö, schade. Aber ja, da kann man auch so ein bisschen sehen, dass halt, ja, die große Gefahr beim Spielen mit Dämonenseelen, nenne ich es einfach mal, ist, halt einfach auch darin besteht, nicht selbst zum Dämon zu werden. Oh, 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 der Blob hat was gedroppt. Eine Scharfsteinscherbe, sehr schön. Die will ich gern haben. Und ein bisschen Terpentin, das will ich auch gern haben. So, wir wubbeln den mal kurz ein Stück mit uns mit. So, ich werde natürlich nach Möglichkeit... Justus. Ich werde natürlich nach Möglichkeit versuchen, so viel Lore, wie es geht, zu erklären. Möchte aber natürlich auch mich nicht schon im Bosskampf hinstellen und sagen, ja, der Boss ist jetzt in Wirklichkeit mal das und das gewesen und hat dieses und jenes getan, sondern ich möchte natürlich auch so ein bisschen, dass wir die Lore gemeinsam erkunden. Nur weil ich sie schon kenne, heißt das ja nicht, dass ich euch schon gleich alles auf die Nase binden muss, sondern wir wollen sie einfach so ein bisschen gemeinsam erkunden, so ein bisschen auch sehen, wie erfährt man denn sowas über wen, weil das macht halt gerade für mich, der einfach diese... Es liebt, diese Lore-Details in den Souls-Spielen zu sammeln und sich da eine Lore draus zusammen zu puzzeln. Ja, ist das einfach ein ganz, ganz großer Teil der Souls-Spiele. So, Fun Fact übrigens, aber eigentlich nur relevant, wenn ihr New Game Plus spielt. Wenn ihr euch in diesem Level befindet und Pure White World Tendency habt, was ihr halt im Endeffekt nur durch New Game Plus erreichen könnt, weil ihr müsst dafür ja drei Bosse besiegt haben, dann taucht der rote Flugdrache hier nicht auf. Auch wenn er noch am Leben wäre eigentlich.
Das kann einem hier also einiges erleichtern. Das ist zum Beispiel mal eine der Auswirkungen, die Welttendenz auf dem Level hat. Dabei fällt mir übrigens ein, dass ich unter einem meiner Videos gefragt wurde, was denn zum Beispiel passiert, wenn man Ostrava tötet und ob wie sich das auf die Weltentendenz auswirkt. Da kann ich ja jetzt einfach, während wir hier so ein bisschen backtracken, ein paar Worte dazu sagen, denn, hoppala, tatsächlich ist es so, was genau passiert, wenn man Ostrava tötet, dazu möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen, denn das werden wir zu gegebener Zeit sowieso erfahren, nicht weil wir ihn töten müssen, sondern weil wir, sag mal, das, was wir dafür bekommen, seine Questreihe abzuschließen oder den Vorteil, den wir davon haben, auch bekommen können, indem wir ihn einfach umbringen, was, wie ich ja schon oft erwähnt habe, gar nicht so ohne ist. Aber, ja, wenn es soweit ist, werde ich da entsprechend drauf eingehen. Und auf die Frage, wie das so mit der Weltentendenz ist, NPCs töten wirkt sich tatsächlich meistens nicht auf die Weltentendenz aus. Sehr wohl aber, hoppala, falsches Menü, auf die Charaktertendenz, unser kleines Figürchen da in der Mitte der Keilsteine. Charaktertendenz, ja, wenn man einen NPC tötet, hat das meistens zur Folge, dass die Charaktertendenz ins Schwarze geht. Wenn das passiert, was man meistens vermeiden möchte, haben wir zum Beispiel in Seelengestalt weniger TP als jetzt schon, auch mit Ring der Adhäsion. Ich glaube, das kann runtergehen bis auf ohne Ring der Adhäsion 40%. Jetzt sind wir mit Ring der Adhäsion, also ohne Ring der Adhäsion wären wir jetzt bei 50%. Bei rein schwarzer Charaktertendenz ist, glaube ich, bei 40%. Haltet mich nicht genau drauf fest, aber ich glaube, es waren 40%. Und außerdem, ich bin gerade am Überlegen, was es noch genau für Nachteile hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte es eigentlich noch nachlesen, habe es aber natürlich wieder vergessen. Mit Ring der Adhäsion auf jeden Fall. Der erhöht das Ganze halt nochmal um ein Viertel. Das bedeutet, auch mit Ring der Adhäsion haben wir jetzt ein bisschen weniger. NPCs töten ist nicht empfehlenswert. Ich sag's euch ganz klar. Wir werden noch mitkriegen, wieso. Beziehungsweise wir werden auch mitkriegen, was es vielleicht bringt, NPCs zu töten. Ich werde da sehr ausführlich noch drauf eingehen in diesem Spiel. Wir werden das alles natürlich kennenlernen. Werden wir zu gegebener Zeit alles noch machen. Jetzt aber erstmal genießen wir, dass dank unserer Pure White World Tendency auch der blaue Drache weg ist und looten all das Zeug, das hier so rumliegt. Denn jetzt stört uns dabei keiner mehr. Lila Flammenschild, der ist tatsächlich ziemlich praktisch. Moment. Hat Pargo etwas Dummes getan? Wie viel? Ich glaube, das war ein 100% Verteidigungsschild. Wie viel Stärke brauchst du? 22. Okay, ich habe nichts Dummes getan. Alles ist gut. Der hat halt eine ziemlich gute Feuerresistenz. Genauso wie dieser Ring hier, der uns Flammenresistenz gibt, ironischerweise. Und der Ring der großen Stärke, den wir tatsächlich, nicht zu verwechseln mit dem Ring der kolossalen Stärke, jetzt hier auch bekommen. Und das ist im Endeffekt der ganze Loot, den Ring der großen Stärke zu bekommen, während der blaue Drache noch da ist. Ich sag mal Chapeau, wenn ihr es hinkriegt. Ich kann's in der Regel nicht, zumindest nicht ohne zu sterben. Das ist eher so ein Ring ganz schnell einsammeln und dann den Schwanz von dem Drachen abkriegen und tot sein. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Ich würde euch echt empfehlen, hier lieber auf die Weltentendenz zu gehen. Oder halt entsprechend zu gegebener Zeit, sobald die Möglichkeit besteht, auch den blauen Drachen zu töten. Wenn ihr das gerne möchtet. Und dann entsprechend, ja, euch das Zeug hier unproblematisch zu holen. Und meiner Meinung nach muss ich auch sagen, das Risiko ist der Ring nicht wert. Er ist toll, aber ich sag mal, bei dem Stärkebild ist er schon wichtiger als bei anderen Builds, aber ihr habt es ja gesehen, man kommt gerade in Boletaria sehr schnell an Pure White World Tendency und holt euch den Ring, dann tut euch den Gefallen selbst. So, aber was hat das Ding jetzt überhaupt auf sich mit dem Ring der großen Stärke? Wir wollen uns natürlich die Items durchlesen, die wir hier bekommen haben. Ein König Alans Zwillingsfängen überreichter Ring erhöht die maximale Ausrüstungslast.
Dank dieser Kraft vermochte Björn Zwillingsfang mit Leichtigkeit einen massiven Stahlschild, eine schwere Armbrust und ein riesiges Schwert zu tragen. Ja, der sorgt halt dafür, dass wir mehr Zeug tragen können. Ich kann ja einfach mal das hier im Menü machen, dann sehen wir nämlich auch immer schön die Auswirkungen. Das geht einfach mal von 39 hoch auf 58. Das ist eine ganze Menge. Ring der Flammenresistenz muss man wahrscheinlich nicht viel zur Wirkung sagen. Wir lesen ihn natürlich trotzdem. Ein mit einem tiefroten Siegel verzierter Ring erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Er wurde von Geri, einem Freund des weisen Freak, dem Hellseher, hergestellt, der für sein magisches Geschick bekannt ist. Das Siegel stellt eine Flamme dar. Und schon haben wir wieder einen neuen Namen eines NPCs, nämlich Geri. Über den, glaube ich, erfahren wir nicht sehr viel, aber hin und wieder hören wir mal den Namen. Und wir wissen, dass er Ringe herstellen kann, denen magische Kraft innewohnt. Und dass er mit dem weisen Freak zu tun hat. So, und dann haben wir noch den lila Flammenschild. Auch den wollen wir uns natürlich angucken. Ein alter Großschild, der in leuchtendem Violett gestrichen ist. Er ist ziemlich schwer und sehr effektiv gegen Feuerangriffe. Der Ursprung seines charakteristischen Aussehens ist unbekannt. Dieser Schild birgt einige Rätsel. Ja, das ist so ziemlich einer der besten Feuerresistenzschilde, gerade so für den Anfang des Spiels. Ich glaube aber tatsächlich, ja, ich glaube in Demon's Souls war das ja noch so, dass man die Elementverteidigungen nicht sehen konnte. Aber glaubt mir, der bringt ganz schön was. Und ja, damit haben wir hier jetzt erfolgreich alles gelootet und haben soweit jetzt erstmal auch alles, was wir so im boletarischen Palast bekommen können. Wisst ihr was, ich benutze schnell eine Keilsteinscherbe, um zurückzukommen. Was soll der Geiz? Wir werden nicht sehr oft backtracken müssen in diesem Spiel. Also können wir ihn jetzt auch einfach mal benutzen. Ich gucke nur vorsichtshalber nach, nicht, dass ich aus Versehen die Nexus-Bindung benutze. 900 Seelen sind es jetzt auch schon wieder. Gemein, dass die aber auch direkt untereinander sind. So. Haben wir mal eine Keilsteinscherbe benutzt. Und damit diesen Part hier wieder etwas... Im Endeffekt jetzt nur mit ein bisschen Lore und Backtracking gefüllt, aber ich denke, das ist okay. Das ist auch so, glaube ich, der größte Backtracking-Teil. Hier zu den Drachen zurück und das Zeug hier holen. Meistens hält sich das Backtracking sehr in Grenzen. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch sehr intensiv mit dem guten Ostrava gesprochen und so einiges erfahren. Und damit würde ich jetzt sagen, hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part hier wieder gefallen hat und dass ihr das nächste Mal mit dabei seid, wenn wir das nächste Gebiet betreten. Hurra, hurra, ich weiß schon, welches es ist, aber ich verrate es euch noch nicht. Weil ich Cliffhangern will, sonst guckt ja keiner den nächsten Part. Weiß ich doch. Gut, damit sage ich für heute Tschüssikowski, euer Pagu.